Und willkommen zum großen Wohnzimmer-Makeover. Mittlerweile wohnen wir schon seit 2,5 Jahren hier in der Wohnung und wir lieben sie einfach. Wir fühlen uns pudelwohl. Aber ich habe das Gefühl, dass so einer gewissen Zeit braucht man manchmal irgendwie frischen Wind hier drin. Und das Ganze habe ich ja schon mal mit meinem YouTube-Zimmer gemacht, vor circa einem halben Jahr. Da habe ich auch komplett den ganzen Raum transformiert, mit der neuen Tapete, neue Möbelreihen umgestellt, das neu organisiert und einfach neue Ordner da drin geschaffen. Und das hat so viel Spaß gemacht und der Raum sieht jetzt einfach noch viel besser aus. Also ich liebe es einfach. Ich habe so eine coole Vorstellung, wie es hier aussehen könnte in meinem Kopf. Und ich hoffe, dass es auch wirklich funktioniert und später so aussieht. Wir werden es sehen. Bevor wir aber damit starten, erstmal noch eine Videofrage, die von euch unter meinem letzten Video kam. Und zwar von Lenistar. Gibt es ein DIY, was du schon immer mal machen wolltest, aber immer noch nicht gemacht hast? Also es gab mega lange eins, bis vor ein paar Monaten. Und zwar wollte ich schon immer mal so eine Cloud-Lampe machen. Das heißt ja, eine Lampe, die aussieht wie eine Wolke, die man an die Decke hängen kann. Und dann leuchtet die so. Und ich hatte es mir ewig vorgenommen, aber nie irgendwie gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Aber dann habe ich mein Dream and Create Buch geschrieben. Und das hier ist ein Ergebnis dafür geworden. Ich finde, es sieht so, so cool aus und ich dachte mir halt, wenn ich schon so lange auf dieses DIY gewartet habe, bis ich es dann tatsächlich mache, dann verpacke ich es auch in so einem speziellen Rahmen. Wird es eben nicht in einem YouTube-Video, sondern in meinem Buch Dream and Create. Falls ihr das noch nicht habt, dann schaut es euch super gerne mal bei Amazon an oder auch bei Thalia gibt es überall in den Buchhandlungen. Deswegen ja, wenn ihr gerne DIYs bastelt oder meine Videos schaut, dann könnte das auch was Cooles für euch sein und da ist unter anderem das eben mit drin. Gibt es irgendein DIY, was ihr schon immer mal machen wolltet? Das wäre auch voll eine gute Videoidee, oder? Das merke ich mir, dass ich mal eure Lieblings-DIYs teste. Schreibt mal in die Kommentare, welche DIYs ihr schon immer mal machen wolltet. Und dann wünsche ich uns ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Hey du, abonnieren nicht vergessen! Machen wir erstmal eine kleine Roomtour, wie es davor aussieht. Wir kommen hier zu dieser einen Tür rein. Das Wohnzimmer hat tatsächlich zwei Türen. Aber genau, hier kommt man rein und dann haben wir auf der rechten Seite unsere Couch. Da sitzen wir, also schauen Fernsehen und da essen wir tatsächlich auch die meiste Zeit. Auf dem Sofa schmeckt es immer besser, oder? Dann haben wir hier eine richtig coole Bilderwand, die will ich auf jeden Fall mega gerne behalten. Was aber weg soll, ist diese Wand hier. Also nicht die ganze Wand, aber die Farbe davon, weil ich kann es nicht mehr sehen, dieses Dunkelgrau. Und dann ist unser Wohnzimmer verbunden mit dem Esszimmer, was an sich cool ist, aber ich habe das Gefühl, jetzt sind es gerade noch so zwei komplett verschiedene Räume und das will ich auf jeden Fall ändern, dass es ein großer, offener Raum wird. Und was da noch im Wege steht, ist erstmal die Couch hier. Die müssen wir auf jeden Fall umstellen, weil die halt hier in diesem Bogen drin stehen. Ich finde den eigentlich so cool, aber irgendwie müssen wir hier ja, was verändern. Und dann hier drüben haben wir unseren Esstisch, aber hier sitzen wir eigentlich so, so selten und deswegen ist das hier ein komplett ungenutzter Raum eigentlich. Also die meiste Zeit ist hier einfach nichts los hier drin, weil wie gesagt immer auf der Couch essen. Und deswegen ist eines der Hauptziele von dieser Room Transformation auf jeden Fall mehr Stauraum zu schaffen, denn meine DIY-Sachen brauchen mehr Platz. Mein Zimmer ist mittlerweile auch schon voll und deswegen genau ist hier drin Stauraum angesagt. Der einzige, den wir jetzt bisher so richtig haben, ist die Kommode hier. Und ich finde die auch mega schön, aber wahrscheinlich muss die weg. Und auch das hier. Das war mal ein DIY. Da hat Raffi aus einer Palette so ein Getränkeregal gebastelt. Und das passt aber nicht mehr so zum neuen Stil, was ich gerne hier drin hätte. Also der Plan ist, jede Menge helle Farben hier reinbringen. Das Ganze umstellen, damit der Raum einfach größer wirkt, beziehungsweise beide. Dann ganz viel Stauraum schaffen und ein komplett neuer Style hier reinbringen, sodass auch beide Räume als einer aussehen. Also jede Menge zu tun. Jetzt kennt ihr den Plan und ich würde sagen, wir legen los. Kann jemand erklären, was das hier eigentlich ist? Ich glaube, da habe ich mal die Kerze so stark ausgepustet, oder? Ja, und das ist das Kerzenwachs davon. Sieht so eklig aus. Aber eigentlich halb so schlimm, weil ich wusste, dass diese graue Wand irgendwann weg muss. Am Anfang fand ich das richtig cool. Wir haben es auch mit so einem weißen Rand hier drumherum gelassen, weil unsere Vormieter die in braun hatten, auch mit dem gleichen Rand. Dann dachten wir, okay, sieht eigentlich ganz cool aus. Wir übernehmen es einfach, aber streichen es halt neu. Aber mittlerweile finde ich, das sieht so kalt aus und ich würde halt richtig gerne so ein warmes, kuscheliges Wohnzimmer haben und deswegen ist mal das Erste, was wir hier brauchen, eine neue Wandfarbe. Oschis haben unseren Fernseher in der Wand gehalten. Die sind echt riesige Nägel. Und die brauchen jetzt... Natürlich sind es Schrauben. Danke. Und dafür brauchen wir jetzt neue Dübel, denn der Fernseher soll danach nicht mehr an dieser Wand aufgehangen werden, sondern an der da drüben. Deswegen geht es jetzt als Nächstes in den Baumarkt. Und von dort brauchen wir auch noch das Wichtigste, und zwar die Wandfarbe. Ich hätte super gerne so ein richtig schönes, helles Beige. Oder wie wäre es mit Mint, Schatz? Okay, da oben sind einige Farben. Ich finde das Cozy da ganz schön. Das sieht doch richtig warm und gemütlich aus, oder? Finde ich auch gut. Das Dreamy hier finde ich auch cool. So ein helles Grau, aber ich glaube, ich gehe lieber ja, mit so einem warmen Ton. Einmal Cozy, bitte. Da, 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 da.
Leute, ist es nicht irgendwie viel heller als im Laden, oder? Das ist doch fast schon weiß, aber auf dem Bild jetzt gerade gesehen, da war das doch so ein richtig schönes Beige. Warum ist es so hell? Er hat sich bestimmt noch mit dem getrocknet. Ich hoffe. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, die Farbe sieht viel dunkler an der Wand aus und ich finde die übertrieben schön. Und die schlechte Nachricht ist, sie ist leer. Wir haben nicht genug Farbe. Einfach noch so viel frei davon. Ups. Das Ding ist aber, auf der Verpackung stand, dass es für 12 Quadratmeter reichen. Eigentlich müssen das 12 Quadratmeter sein, oder? Egal. Raffi, hol nochmal welche. Ja. Bis gleich. Willkommen, Freunde, zu Tag Nummer 2 hier auf unserer Baustelle. Wir haben gestern Abend noch die Wand fertig gestrichen. Es ist jetzt über Nacht getrocknet. Und so sieht sie jetzt aus. Ich finde es richtig schön, so voll gemütlich und genau der Ton, den ich eigentlich wollte. Lass dich aber nicht so von diesen Flecken hier und da irritieren. Das kommt vom Fenster, das ist einfach so Sonneneinstrahlung. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was für eine Wandfarbe ihr bei euch zu Hause im Zimmer habt. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich hatte früher als Kind so eine weiße Tapete mit so bunten Konfettipunkten drauf. Und das ist schon wirklich ewig her. Danach hatte ich so eine hellgrüne Wand, also wirklich ein Statement. Und ich glaube, seither hatte ich immer nur ganz weiße Wände. Irgendwie ein bisschen langweilig. Aber in meinem YouTube-Zimmer, da habe ich ja jetzt diese wunderschöne Steintapete, die liebe ich auch über alles. Und ja, jetzt geht es hier aber weiter mit einer nächsten Veränderung, und zwar dem Sofa. Das ist von Ikea, das ist das Söderham. Das kann man sich ja ganz wild zusammenstellen, aber so die Kombination, die liebe ich ja dran auch. Das Einzige, was ich nicht mehr sehen kann, ist diese dunkle Farbe, weil es halt auch mega kühl ist. Und das ist auch eine richtig schlechte Idee, wenn man einen weißen Hund hat, der da ab und zu rauf darf. Dann sieht man nämlich jedes kleine Haar. Ja, genau, von dir ist die Rede. Da sieht man einfach jedes kleine Haar und dann ja, sieht es direkt dreckig aus und deswegen wollte ich da einen neuen Bezug. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, es abzuziehen? Und neu beziehen? Nee, nur abziehen. Ziehen wir bestimmt schon eine Viertelstunde. Okay, dann starten wir jetzt die Uhr. 15 Minuten, mal schauen, ob Raffi recht hat. Let's go. Go. Das hat jetzt, sagenschreibe, 25 Minuten gedauert. Aber das Ding ist, bei der Couch muss sie halt auch komplett aufschrauben. Das heißt, die ganzen Lehnen einmal abschrauben, abziehen und das dauert einfach. Schatz, was schätzt du, wie lange es beziehen dauert? Stunde. Eine Stunde? Ja. Okay, für euch ein paar Sekunden. Enjoy. Tadadada, unsere neue alte Couch. Ich finde, es ist so eine coole Alternative auch, anstatt ganz neue Möbel zu kaufen. Kann man einfach eben den Bezug ändern und den alten, den werden wir jetzt auf eBay Kleinanzeigen verschenken. Das heißt, ich hoffe, da freut sich jemand drüber. Und wir müssen uns halt keine ganz neue Couch kaufen, sondern ja, können einfach die alte neu anziehen und schon ist wieder ein fresher Style hier drin. Und eine Sache fehlt jetzt noch, und zwar neue Stollen. Ich habe hier so richtig coole in Schwarz-Metall-Optik. Die sind auch von Ikea, wie gefühlt unsere halbe Einrichtung. Aber ja, ich liebe die Sachen von dort einfach. Und die sind jetzt ein bisschen höher als die alten. Die waren nämlich silber. Und ich finde, das passt halt gar nicht so zum Rest der Einrichtung. Weil zum Beispiel unsere Lampe hier oben, die ist ja auch so Schwarz-Metall mit Gold. Und ich dachte mir, das passt ja viel besser zusammen. Ich würde super gern einmal hier drin alles matchy-matchy haben. Deswegen müssen die leider weichen. Und die hier kommen rein. Mir gefällt es auch mega gut und ich finde, der Raum sieht jetzt einfach schon so anders aus, wegen so ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, das Sofa, da habe ich noch ein paar neue Kissenbezüge bestellt, die mache ich dann später, die komplette Deko. Wir wollen nämlich das Sofa gleich auch noch hier schieben, damit es dann hier in dieser Ecke steht. Denn da, an diese Wand, wo die Bilder sind, da kommt jetzt der Fernseher hin, der war ja davor hier. Da, wo Raffi sitzt. Aber uns hat ja so genervt, dass dieses Sofa immer in dem Bogen drin steht. Deswegen, genau, kommt das jetzt nach da. Muss man unsere Stammplätze ändern. Wo ist deine? Ich war hier, jetzt bin ich nicht darüber. Nein, das ist auf jeden Fall meine. Das ist mein Platz. Ich bin auch so gespannt, weil wir irgendwann mal in unser eigenes Haus ziehen. Also wenn ich jetzt so schätzen müsste, würde ich sagen in 3 Jahren. Das Ding ist, jetzt brauchen wir das quasi noch nicht. Also klar könnten wir uns jetzt auf die Suche machen, aber die Wohnung hier, die ist so gut gelegen für uns jetzt gerade, für unsere aktuelle Lage und groß genug für uns beide halt, auch für das
Business, was ich hier noch mit YouTube habe, weil ich brauche halt extra dafür auch noch ein Zimmer oder Raffi sein Büro und so. Aber irgendwann ein eigenes Haus zu haben, das ist auf jeden Fall einer meiner größten Träume im Leben, weil ja, einfach so ein ganzes Haus für sich alleine ist schon richtig, richtig cool. Aber der Gedanke, ein ganzes Haus komplett so einheitlich einzurichten, dass jeder Raum zueinander passt, das macht mir irgendwie Angst, weil ich an dem Raum jetzt hier schon so lange wirklich dran saß. Ich habe mir so viele Moodboards auf Pinterest gemacht und habe so viele Stunden auf Ikea und sonst wo verbracht, um irgendwie die perfekten Möbel zu finden. Und ich weiß ja immer noch nicht, ob es wirklich Sinn macht, aber bisher sieht es ganz gut aus. Aber dann ein ganzes Haus gleichzeitig quasi einzurichten, das wird ein großes Projekt. Ich übe jetzt hier drin mal. Diese ganzen Poster, die feiere ich mega. Ich finde die alle richtig schön. Das eine ist sogar personalisiert mit unserem Jahrestag, 9.05.2009. Und was ich halt mega gerne mache, ist einfach die Poster alle paar Monate austauschen, weil so Poster können so krass den Look von einem Raum verändern. Aber ich habe auch so einen speziellen Hack. Vielleicht ist es auch irgendwas, was jeder macht, aber für mich ist es richtig clever. Und zwar habe ich hier in dem Bilderrahmen die alten Poster immer noch mit drin. Hier dahinter zum Beispiel, da habe ich das, was ich davor drin hatte und das, was ich davor drin hatte. Also drei Poster einfach hintereinander und wenn ich jetzt dann die nächsten auch wieder satt habe quasi, dann hole ich das älteste wieder nach vorne und dadurch habe ich halt immer die passenden Fotos im passenden Rahmen. Muss sie nicht suchen und die werden nirgends verknickt. Also ich finde es genial. Läuft. Guck mal, dein rechter Arm. Das ist der Nachteil an Pampasgras. Ich lieb's, aber sobald man einmal drankommt, sieht man aus wie ein gerupftes Huhn. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier in die Ecke das Pampasgras reingestellt. Das passt dann eigentlich perfekt hin, denn hier hängt jetzt der Fernseher. Und ich finde, es sieht so viel besser aus, weil der Fernseher jetzt an einer kleineren Wand hängt. Davor war der ja an dieser hier und das sah immer so lost aus. Aber da haben wir jetzt genau die Bilder hingetauscht. Was willst du von mir? Wahrscheinlich fressen. Ne? Hast du Hunger? Bist du fressi? Uiui. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir die Einrichtung ganz nach dir angepasst haben. Weiß, beige, damit du hier perfekt reinpasst, ja? Okay, Bonne. Ich finde, es sieht so richtig schick und erwachsen aus und fast wie so eine Bildergalerie. Also ich liebe es einfach. Aber ich habe ein paar neue Poster bestellt. Da müssen wir gleich sagen, ob ihr diese Variante schöner findet oder eben mit neuen. Aber ich habe mir gedacht, da hinten ins Eck, da muss noch eine wichtige Kleinigkeit. Ein Servierwagen. Ich wollte sowas irgendwie schon immer mal haben, keine Ahnung. Aber ich finde, es sieht mega cool aus und halt auch perfekt, um darauf die Flaschen schön anzurichten, die wir davor in diesem Palettenregal hatten, was ich nicht mehr cute finde. Also das hier meine ich und ich finde es an sich auch noch cool, weil es halt DIY ist, aber das passt optisch einfach nicht mehr richtig in meine Pläne oder in das, was ich schön finde. Und als ich dann den gesehen habe, wusste ich einfach, okay, der muss mit, weil ich finde solche Servierwagen an sich mega schön. Jetzt gar nicht so als Lagerung, sondern wirklich als Deko-Element, damit man da ein paar schöne Sachen draufstellen kann. Zum Beispiel einen Kaktus. Und was natürlich auch auf keinen Fall fehlen darf, sind Epoxidharzuntersetzer. Die mache ich jetzt hier in so eine Schale, damit die einfach ein bisschen besser zur Geltung kommen. Und die kommt dann auch auf den Wagen hier unten hin. Also so würde ich es jetzt mal ganz schnell einrichten. Das kann sich natürlich im Laufe der Zeit noch ändern. Ich glaube zum Beispiel Bücher würden sich auch richtig gut da drauf machen. Aber so für den ersten Moment sieht es doch richtig schick aus, oder? Oh, ich finde es mega. Aber zurück zu den Postern. Ich habe mir, wie gesagt, neu bestellt. Und ich zeige euch gleich beide Bilderwände. Sagt mir dann in den Kommentaren, welche ihr besser findet. Weil ich kann mich da übelst schwer mal entscheiden. Die sehen auch ziemlich ähnlich aus. Aber ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das hier ist Bilderwand A oder B. A oder B. A oder B. Welches gefällt dir besser? Ich glaube, aktuell bin ich beim 9. Ich auch. Aber das ist ja das Gute, wir können es die ganze Zeit austauschen, wenn wir wieder was anderes haben wollen. Die ist schwer, die Kiste. Hier sind jede Menge Deko-Sachen drin. Zum einen habe ich hier so eine Decke gekauft für das Sofa. Die ist von H&M Home. Das will ich auch unbedingt wieder aufhängen. Das ist der Wandteppich, nennen wir das so. Das Makramee, was wir auch davor hängen hatten. Und ich finde sowas übelst schön. Deswegen werde ich das auf jeden Fall wieder an die Wand anbringen. Dann habe ich mir solche LED-Kerzen gekauft. Meine Mom hat die tatsächlich und ich finde das so cool, weil die sehen aus, wenn die brennen, als wären die echt. Ich habe mich zu Hause da voll erschrocken, als ich das erste Mal gesehen hatte, weil die halt auch so leicht flackern und sich so bewegen, aber elektrisch sind. Das heißt, man kann halt auch aus dem Raum gehen, muss sich keine Sorgen machen, vor allem auch mit Hund oder wenn Pampasgras daneben steht. Die sind übrigens auch von H&M Home.
Genauso wie diese hier. Das sind einfach die gleichen, nur eben als dickere Kerze. Dann habe ich von dort noch eine Vase gekauft. Aber alle guten Dinge sind zwei. Riesen-Osch. Und dann habe ich noch ein paar coole Kissenbezüge geholt. Auch von H&M Home. Ich liebe das da. Also die haben echt richtig schöne Deko immer. Das hier, das hat an jeder Ecke so drei Pompoms dran. Also es ist einfach klar gewesen, dass ich das kaufen muss. Hätte auch ein DIY von mir sein können, oder? Aber dann habe ich hier nochmal eins. Und das hätte ich im Nachhinein auch als DIY machen können. Das bereue ich ein bisschen, das gekauft zu haben. Aber es ist mega schön. Das sind einfach so geflochtene Schnüre drauf, die dann hier an der Seite noch abstehen und so ein Muster ergibt. Aber das hätte man auch einfach mit Heißkleber aufkleben können. Verdammt. Vielleicht hole ich es irgendwann nach. Und dann mein Highlight von allem, was ich schon immer mal haben wollte und ich weiß nicht, warum ich mir das noch nie geholt habe, aber ein LED-Lichterkettenvorhang. Du kommst genau richtig. Wir hängen jetzt nämlich eine Gardine auf. Haben wir bisher nur im Schlafzimmer, sonst in keinem einzigen Raum. Aber ich habe hier so welche in weißem Leinen geholt. Und ich hoffe, dass man die Lichterketten dann da durchsieht. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Tada! Wow, es sieht aus, als wäre Weihnachten hier drin. Und hier gibt es verschiedene Modi. Wir probieren mal 4. Cute. 5. Oh yeah. Wie stressig. Wow. Hier hinten dran sind jetzt die ganzen Lichterketten, die eben so runterhängen. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen verschönern. Aber an sich ist es genau die Optik, die ich wollte, dass das Licht so indirekt halt durchschimmert. Also für mich ist es eine glatte 11. Aber wie gut gefällt es dir? Von 1 bis 10? 2. Nee, oder? Findest du es so schlimm? Ja. Echt? Das ist mein Ding. Aber wir wissen ja, happy wife, happy life. Genau. Danke, dass ich es aufhängen durfte. Hello Friends und willkommen zum letzten Tag in diesem Room Transformation Video. Wir sind fast am Ende angekommen. Das Wohnzimmer an sich ist es auch schon fertig. Aber bevor wir uns da das Endergebnis anschauen und vor allem das Before and After, worauf ich mich mega freue, ist erst noch das Esszimmer dran. Das dauert aber nicht so lange, denn da ist eigentlich nur das Ziel, mehr Stauraum zu schaffen, weil ich unbedingt mehr Platz für meine DIY-Sachen brauche. Ich zeige euch auch gleich mal, wie der aktuelle Schrank aussieht, den wir verändern wollen. Aber vorher bauen wir erstmal hier die neuen Schränke auf. Beziehungsweise Raffi hat es gestern schon gemacht. Das sind 4 von diesen Bester-Schränken hier. Die sehen genau gleich aus wie unser Sideboard hier und dann TV. Was dann halt richtig hübsch ist, weil alles so zusammenpasst. Und diese Schränke darf ich gleich mit ganz vielen DIY-Supplies füllen. Aber vorher bringen wir die erst noch an die Wand hier an. Also müssen jetzt die Fotos da weg und das Regal und die Kommode. Auch wieder 2 Varianten. Schreibt mir gerne, welche ihr besser findet. Das hier ist Variante Nummer 1 mit dem Schrank hier und dem Schrank da. Und das hier ist Variante 2. Also sagt mal, findet ihr 1 oder 2 besser? Für was bist du, Schatz? Variante 2. Dann nehmen wir Variante 2. Und jetzt geht's ans Einräumen. Juhu! Das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist mir mega peinlich, aber ich hoffe, ihr nehmt es als Vertrauensbeweis, dass ich euch das zeige. Unsere Kammer des Schreckens. Oh mein Gott. Also hier drin sind DIY-Sachen von mir. Und ich hatte das ganz früher mal richtig sortiert. Dann waren hier oben alle Ostersachen drin. Das hier sind Weihnachtssachen. Halloween und Herbst. Und das hier sind so random Sachen wie Fäden, Textil, Farbe, anderer Krams. Und das hier unten, ich weiß nicht mehr, was da drin war. Aber haben wir nicht alle mindestens einen Platz in der Wohnung oder im Zimmer, der komplett unaufgeräumt ist? Sei es eine Schublade oder eben ein ganzer Schrank oder ein Stuhl. Bei mir ist noch mein Kleiderstuhl in meinem Zimmer, Schlafzimmer, immer komplett voll und unordentlich. Aber das ist auch in Ordnung so. Trotzdem will ich das jetzt aufräumen und deswegen schnappe ich mir jetzt meine ganzen DIY-Sachen auch hier raus und räume sie vorne wieder schön und ordentlich ein. Den ganzen Schrank komplett einzuräumen wird wahrscheinlich einige Tage dauern, beziehungsweise hoffe ich, dass ich ihn erstmal noch nicht ganz voll bekomme, damit ich halt in Zukunft dann Stauraum habe. Aber alleine diese 4 Fächer aus der Kammer des Schreckens hier rein einzuräumen, ist eine mega Veränderung, weil ich jetzt endlich mal wieder sehe, wo was ist und alles schon mal ein bisschen, ja, schöner einfach einsortiert habe, auch mit solchen goldenen Boxen. Aber ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal richtig ran müssen, damit es alles perfekt wird. Kann ich euch dann sehr gerne auf Instagram mitnehmen, aber jetzt will ich uns hier alle nicht mehr länger auf die Folter spannen. Jetzt schauen wir uns hier das Finale Before and After an. Das
erste Highlight hier drin ist auf jeden Fall die neue Wandfarbe. Das war ja vorher so ein dunkelgrau mit diesem weißen Balken außenrum. Ich weiß nicht, warum wir den gelassen haben, weil ich finde es so viel, viel schöner und die Wand sieht einfach viel größer aus. Die Wandfarbe heißt ja auch Cozy und ich finde genau das drückt sie aus. Ich fühle mich hier so pudelwohl und strahlt so richtig die Wärme aus und das wollte ich unbedingt haben. Helle und warme Farben. Und ich finde, darauf kommen auch mega gut unsere Bilderwand zum Vorschein. Da habe ich ja auch extra die Farben so gestaltet. Vorher waren die schon ähnlich, aber ich finde die jetzt irgendwie noch ein bisschen cooler. Und worüber ich mich auch mega freue, ist dieser Servierwagen. Ich finde, es ist einfach so eine schöne Sache. Das sieht so edel aus. Und vor allem auch im Vorher-Nachher-Vergleich, wie wir davor die Getränke gelagert haben in unserer Palette, was auch cool war, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Es ist einfach ein schöneres nachher und ich freue mich, weil ich wollte sowas schon immer mal haben und jetzt steht's hier. Vorher war an dieser Wand ja auch unser Fernseher und der sah immer so ein bisschen lost aus, weil die Wand halt so groß ist und dann der kleine Fernseher da drauf. Deswegen, klein. Ja, der halt, also im Vergleich zur Wand war er klein. Ja. Aber deswegen haben wir ihn umgehangen an diese Wand und ich finde, er kommt hier so viel besser zur Geltung. Der passt einfach perfekt hier drauf und ja, hinten dran ist auch eben kein Dunkelgrau mehr, also love that. Unser Sofa hat einen neuen Bezug bekommen, was ich übertrieben feiere, weil jetzt auch das Ganze hier viel gemütlicher und wärmer aussieht und irgendwie stylischer, auch mit den schwarzen Füßen da unten. Also ich finde, es sieht einfach aus wie eine neue Couch, obwohl es einfach nur ein neuer Bezug ist. Und es sieht genauso aus, wie ich es mir gewünscht habe. Die Couch haben wir außerdem umgestellt, wodurch sie jetzt nicht mehr in dem Bogen steht und dadurch wirken die zwei Räume einfach viel offener und größer. Das macht so einen heftigen Unterschied. Und was auch richtig klasse ist, ist, dass die zwei Räume jetzt optisch perfekt zusammenpassen, denn wir haben jetzt das beste Regal unterm TV und hier als große Schrankwand. Und damit ist auch mein letztes Ziel für diesen Room Makeover erfüllt und zwar jede Menge Stauraum für meine DIY-Sachen. Also für mich persönlich ist es zu 1000% hier geglückt. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich freue mich mega über eure Meinung. Lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben dafür da, wenn euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Es war zwar sehr viel Arbeit, aber wenn ich mich umschaue, dann hat es auf jeden Fall gelohnt. Wobei eine Sache müssen wir echt noch ändern. Die Lampe, die hängt noch ein bisschen. Ja, die müssen wir drehen. Die hängt noch ein bisschen schief, aber das sieht keiner, oder? Bist du auch zufrieden? Ja, mega. Ich auch. Ich bin richtig stolz, dass wir es gerockt haben. Und am nächsten Woche kommen auch wieder DIY-Videos. Also abonnieren nicht vergessen, denn da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.